man braucht eine sehr ruhige Arbeitsweise. Also ich kann nicht drauf lospreschen und kann einfach mal anfangen, weil alle Arbeitsschritte brauchen immer eine gewisse Vorbereitung. Muss ich die Werkzeuge richten, das Material richten, Programme erstellen. Und da muss man immer sehr bedacht vorgehen. Ein super tolles Arbeitsklima, sehr tolles Team um mich herum. Ja. Das gibt mir eigentlich tägliche Motivation. Und einfach auch in einem Unternehmen arbeiten, wo alles unter einem Dach ist. Die ganze Produktion, die Entwicklung, das Management. Der Reiz bei meiner Arbeit liegt darin, dass ich Menschen helfen kann, auch ohne direkt am Patienten zu stehen. Und kann so eigentlich einen Beitrag leisten zur Gesundheit und zur Quality of Life. Dann kommt natürlich noch ein bisschen das handwerkliche Geschick dazu. Wichtigste ist die Freude am Beruf. Es muss einem einfach Spaß machen, man muss zur Arbeit kommen, man muss Freude dran haben, Späne zu machen, die Teile zu machen. Das ist so das Wichtigste überhaupt an dem Ganzen. Als Entwickler muss man sehr einfühlsam sein, weil wir sind gleichzeitig auch Projektleiter und haben dementsprechend mit allen Abteilungen zu tun, mit sehr vielen verschiedenen Personen. Wenn man die Leute gut abholen kann, kann man auch sehr produktiv arbeiten. Ich arbeite nicht nur mit Metall, mit Titan, sondern ich arbeite mit Menschen zusammen. Jeder ist unterschiedlich, sind alle individuell. Man muss einfach auf die Bedürfnisse eingehen. Das macht das Ganze natürlich spannender. Das hat mich schon früher fasziniert, die ganze Orthopädie und wie man das am besten heilt. Berat, es ist sehr dynamisch und schnell. Also wir stehen nie, wir verändern uns die ganze Zeit. Und Medartis ist sehr zielstrebig. Wir setzen uns hohe Ziele und die verfolgen wir auch. Ich bin Celine und ich arbeite als Entwicklerin im Bereich Schultern. Ich bin Pavel, ich bin Feinwerkmechanikermeister und bin für die Ausbildung unserer Lehrlinge zuständig.